Ja, hallo und hallöchen, meine lieben Freunde. Und damit darf ich zu einer neuen Folge Let's Play Super Mario Maker begrüßen. Wir machen heute weiter eine 100 Mario Normal Herausforderung mit der First Try Skip Challenge, wofür ich mir eben mein Gamepad holen muss, dass ich auch Schnee skippen kann. Wir fangen mit dem ersten Level an von Epic Showed. Oh Gott. Okay, was ist das hier? Was ist das? Ah, meine Augen. Muss sowas gleich zu Beginn kommen? Und vor allem, wie kann man hier schon wieder sterben? Aber ja, heute. Danke, Zirklina. Dankeschön. 45 Jahre, das glaube ich dir nicht. Das ist eine Lüge. So viel Datenmüll habe ich aber nicht auf dem PC. Egal. Auf jeden Fall kommt halt nur dieses Video, weil ich wollte gestern eigentlich noch alle Videos für heute Morgen aufnehmen, weil heute kommen Teile von unserer Familie zu uns. Morgen gehen wir zu denen, weil es immer noch Weihnachten. Aber leider habe ich es gestern Abend nicht mehr geschafft, weil ich da mit meiner Familie doch noch einen Film angeguckt habe. Fuck. Und zwar Honig im Kopf. Der war auch voll schön. Deshalb konnte ich das gestern nicht mehr machen, weil keine Ahnung, bin ich erst um 1, der war erst um 1 fertig, don't move, und dann hatte ich danach irgendwie keinen Bock mehr was aufzunehmen. Daher, jetzt hatte leider nur ein Video, wir haben jetzt 10 nach 11, die Familie kommt in genau 50 Minuten, aber bis dahin sollte ich das hier fertig haben. Und ja, naja. Ja, wer seid mir nicht böse, ich meine, es ist Weihnachten, dass man da Zeit mit seiner Familie verbringt, ist ja eigentlich normal. Morgen soll dann aber eigentlich alles wieder geregelt laufen, 2 Videos, oder eventuell möchte ich morgen dann sogar wieder Community Friday und Vlog bringen. Ich möchte es auch in Zukunft nicht so machen, dass wenn der Community Friday am Freitag nicht kommt, dass ich ihn gar nicht bringe, sondern dass ich dann vielleicht am Samstag oder am Sonntag bringe, wenn ich es schaffe. Weil ansonsten ist es ein bisschen blöd. Aber der Name wird bleiben. Mir ist es scheißegal, ob Freitag ist oder nicht. Der Name bleibt. Ich wollte ihn... Ach ja, diese Weltrekords, ach ja. Ich wollte ihn ja nicht auch mal zweimal die Woche bringen. Aber ich glaube, das schaffe ich zeitlich nicht. Das schaffe ich zeitlich nicht, ne. Leider. Hätte ich gerne mehr Zeit. Ja, ich werde, ihr denkt euch jetzt alle, hä, warum hat denn der keine Zeit? Es sind doch gerade Ferien und Zeug und... Nein! Ich muss nämlich nächste Woche wieder arbeiten. Mhm. Ich wette, ihr habt alle Ferien. Die habe ich nicht. Immer nächste Woche arbeiten. Mhm. Ja gut, auch nur 3 Tage. Dann ist ja Silvester, Neujahr. Dann ist Wochenende. 4. 5. Januar habe ich frei. Und 6. ist dann Heilige Drei Könige. Da ist dann auch das Tronic hier. Da freue ich mich auch voll. Da wird bestimmt voll cool. Mit dem werdet ihr auch ein paar Videos sehen. Also wir werden auf jeden Fall die Mario Party. 2 gegen 2 Bretter werde ich mit ihm aufnehmen. Und hier und da auch mal was. Smash wird es auf jeden Fall ein Video geben, kann ich jetzt schon sagen. Weil, oh Gott, ich verkacke hier doch bestimmt gleich so hart. Wow. Wie habe ich das geschafft? Was zur Hölle? Okay, das sind Galumbas. Geht weg. Okay, jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Ja, das nehmen wir mal mit. Achso. Ciao, Bowser. Aha. Wird mich belasten an deiner Stelle. Ah, ich hätte eventuell einen Spinjump. Oh Gott, was ist denn das hier schon wieder? Ah, fuck. Renn. Damage Boost. Oh, das ist das Ziel. Jawohl. Oh. Gott, bin ich gut. Yes. Alter, dass die First Fire Skip Challenge so gut gerade läuft, hätte ich nicht gedacht. Freut mich. Voll die guten Level heute. Vielleicht sehen wir auch mal ein paar neue Elemente, weil... Wann war dieses Update? Am 23. war das Mario Maker Update mit... Wo die Bumper... Moment, weil der Weltrekord liegt bei 99 Minuten und meine Zeit ist 23 Sekunden, aber ich kriege keinen neuen Weltrekord. Alles klar. Okay. Von mir aus. Gut. Gut Spiel. Okay. Habe ich jetzt nicht ganz so verstanden, was das sollte, aber gut. Lass mich ran, diese Gummis ist wahrscheinlich der einzige Ort, an dem du sterben kannst, oder? Wow. Manchmal sind die Level echt... Eigentlich habe ich gedacht, wir können mit den paar Level noch 15 Minuten füllen, aber aktuell... Ich gucke auf meinen Timer, auf meine Tastatur. Ich glaube nicht. Wir sind bei 3,5 Minuten oder 3... Diese Weltrekord, sag ich, bin gespannt, ob das mal irgendwie einen größeren Sinn haben wird oder nicht. Oder ob das nur so, ja, ist ein Weltrekord, bleiben wird. Ist es ein Automatiklevel? Wissen wir nicht, vielleicht, aber... Oh, nein. Ich werde hier definitiv nicht unten stehen bleiben. Oh Gott, ich weiß. Ja, das war aber auch der letzte Fuck. Was zur Hölle hat das jetzt gewesen sein sollen? 0010 von Ichioka. Interessant. Ist so ein bisschen an dieses eine Event-Level, an dieses eine Nintendo World Champion-Level angelehnt. Gut, ich weiß zwar auch nicht, wie man hier sterben kann, doch man kann da in den Lava springen, aber naja. Somit haben wir unsere erste First Try Skip Challenge geschafft. Yay! Hype! Ja. Ich habe vorher gesehen, es ist noch ein Event-Level da. Dann gucken wir uns nämlich das noch an und danach vielleicht noch beliebte Level. Machen wir heute so ein bisschen Mischmasch, so ein bisschen. Yay, wir haben Peach gerettet. Toll. Danke, Mario, du hast mich gerettet. Jetzt lass ich... Was?
Peach, du bist unerhört, was du schon wieder für Worte in den Mund nimmst, geht gar nicht. So. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Hype. Ich hab Durst, aber mein Trinken liegt im Bett. Fuck. Da, Wacky Waters. Goomba kommt. Da waren aber eigentlich ganz nette Wörter, finde ich. Wörter, Ganz nette Level, die meisten zumindest. Ach, Schachmatt, hab ich gar nicht gesehen, dass das von einem Österreicher war. Ich glaube, das war das erste, heute, wo ich noch gelabert habe. Naja. Übrigens, alles Mögliche, was ich zu Weihnachten bekommen habe, wie Weihnachten war, solltet ihr im morgigen Vlog sehen, wenn ich das zeitlich hinkriege. Ja, wir haben Luigi bekommen. Luigi Time, yeah. Voll gut, voll gut. So. Haben wir das auch geschafft, aber ich habe gesehen, wir haben Connells neues Event-Level. Und zwar nicht den unnötigsten Scheiß, den es gibt, Captain Toad Treasure Tracker. Ich hasse Toad. Bei diesem rätselhaften Abenteuer solltest du jeden Winkel absuchen, Captain Toad, der etwas tollpatschige Anführer des Toad-Trupps, sucht jetzt auch bei Super Mario Maker nach goldenen Münzen. In seinem eigenen Spiel kann er wegen den schweren Rucksacks nicht springen. Kommst du auch hier zum Ziel, ohne zu springen? Es ist Super Mario Maker. In Super Mario Maker kannst du springen, also werde ich auch springen. Mir scheißegal, was der kann. So. Oh Gott. Also das ist bis jetzt schon sehr anspruchsvoll, muss ich sagen. Ihr bleibt stehen. Du auch. Aus. Aus. So, weiter geht's. Diese ganzen Geister. Wow, Bayugada. Aus. Stopp. 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 Kommst du auch hier und springst zum Ziel? Hier würde ich bestimmt, aber... Okay, ich denke mal, das müssen wir aktivieren. Ja, das müssen wir aktivieren, glaube ich. Yay, was ist da drin? Einen Stern, Sugoi. Ach, den brauchen wir sogar. Okay. Als ob jetzt 1000 Türen sind. Oh, Mann, Nintendo. Please. Please, Anneliese. Ja, danke, Nintendo. Hasse euch auch. Was ist das? Das ist mal wieder so eine Sache, die die Community gemacht hat, die total nervig und die Nintendo jetzt auch nimmt. Warum? Warum? Boah. Ja! Alter, das ist schon wieder, da möchtest du... Mein, so schlecht ist das Level eigentlich gar nicht. Das ist gut an Captain Toad Treasure Tracker, glaube ich, angelegt, aber... Die Sache, die es hat, ist, es ist nervig. Wegen diesen Türen und wegen dies... Und vor allem wegen dem Hauptcharakter. Das ist das absolut Schlimmste daran. Fang Captain Toad. Wer wollte überhaupt damals... Warum haben das so viele bei... Fuck. Warum haben das so viele bei 3D World eigentlich gefeiert, dass der Typ ein eigenes Spiel bekommen hat? Wer... Nein! Wer hat gedacht, es wäre eine gute Idee? Warst du das etwa? Hast du gesagt, yo, ich will ein Spiel von Captain Toad haben? Tja, jetzt haben wir den Salat. Hast du toll gemacht. Hast du echt toll gemacht. Dankeschön. Danke. Wegen dir haben wir dieses wundervolle Spiel und diesen wundervollen Toad-Type. Ich wünsche dir eigentlich die Kratze an den Hals. Ja, ja, das kommt hin. Ja. Kratze an den Hals, ja. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich denjenigen, der das verbockt hat. Genau. Das kommt hin. Ja, ja. Ja. Kratze! Kratze-Hype. Genau. So, Stern her. Gib mir diesen Stern. Oh, fuck's sake. Hallo, Hammerbruder. Tschüss, Hammerbruder. Jetzt wissen wir ja Gott sei Dank, wo wir rein müssen. Da rein. Dann darüber. Nochmal ein P-Switch. Yay, tolles Level. Oh, fuck, da war ich jetzt zu schnell. Warum renne ich auch wie ein Verrückter? Da könnte man auch mal kurz warten. Aber nein, nein. Nicht ich. Ich renne dadurch wie so ein Spast. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Okay, das reicht. Lol. Speedrun Strats activated. Nee, 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 nee. Ja, das sag ich ja. Speedrun Strats, easy. Er hat nur dieses Level Speedrun. Ob es Leute gibt, die Event-Level Speedrun? Bestimmt. Bestimmt gibt's so arme Schlucker, die sonst nichts auf die... Okay, das war jetzt fies, aber... Also, wenn ich irgendwas Speedrun würde, dann alles außer diese Event-Level, weil... Naja. Die meisten sind halt doch eher für den Arsch. Ne, halt, hier warten wir jetzt diesmal. Oh Gott. Oh Gott. Hier springe ich mal lieber nicht. Ich glaube, das ist hier relativ sicher. Yay, yeah, wir haben es geschafft. Hi. Hey, I guess. Hey. Ja. Toll. Das war ein Erlebnis, was ich nie mehr missen möchte, definitiv. Der Wertung konnte ich bei 27 Sekunden. Ja, so schwer ist es leider nicht, wenn du es kennst und... Ja, dann ist es schon einfach. Ja. Toll, wir haben einen neuen Amiibo-Pilz, voll gut.
Haben wir auch geschafft. Wenn du, kannst du... Ja, wow, nee, das wusste ich auch. Das bauen jetzt, oder wie? Ja, dann machen wir doch einfach mal, keine Ahnung, machen wir mal... Neue Level? Das klingt doch ganz gut, weil dann können wir eventuell mal die Dings angucken. Die neuen Inhalte. Guck mal hier, Dorf der Taler von dem Deutschen, von McFly. McSchlei? Den checkt ihr jetzt nicht, sorry. McFly, Marty McFly, Dorf der Taler. Ich hoffe, das ist gut, mein Freund, sonst gibt's... Haue. Haue, Haue gibt's dann. Sind da überall Münzen drin, oder wie? Ah, ein Pilz! Will haben! Fuck. Okay. Aber... Hier oben noch irgendwas? Ah, fuck. Goomba! Goomba! Warum gehe ich eigentlich da hoch? Da schloss so viel... Ach ja, genau, wegen dem hier. Was ist da drin? Eine Blume, oder? Okay. Nur ein Pilz? Was ein Geizhals, ey. Sehen wir keine Tunnel, nur in Inhalte? Nicht? Ey, Junge, man könnte auch mal eine Blume oder sowas geben. Ist dir das bewusst? Gibt's auch in Mario? Oh, da ist das Ziel. Aber wir wollen natürlich spektakulär ans Ziel kommen. Ah! Was war das jetzt, Patrick, bitte? Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Und yay! Fuck, yay! Und voll in Arsch rein. Was? Ja, toll. War ein Level, ne? Aber das war tatsächlich ein Mario-mäßiges Level. Voldo sagte immer in seinem Part, dass er Level mag, die wirklich aus einem Mario-Spiel stammen könnte. Und so ein Level könnte ich mir in einem Mario-Spiel vorstellen. Hab sogar den... Achso, ich bin der Erste, der einen Wettrekord hat. Yay. Ach ja, klar, ist ja auch ein neues Level. Cool, da steht jetzt, dass du dir einen Wettrekord hast. Wie cool. Looks easy, sollen wir noch... Was ist denn das hier? Nein, das sieht schrecklich aus. Das sieht interessant aus. Ichoyoko Nayasu von Utoyokia. Genau. So heißt das Level und so heißt die Bauerin. Definitiv. Genau. So. Okay. Patrick war überfordert. Krieg ich die Blume hier? Easy. Oh ne, ich hab schon verkackt, oder? Was zur Hölle ist das hier? Ohne Witz, was hat die geraucht? Jetzt mal Tacheles, was raucht die Frau? Okay, irgendwie... Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Irgendwie ist das ein Level, nun ja. Ja? 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 Ja, das sieh ich mal. Ja, mach ich. Ja, ja. Aber außer du durch der Eldorado dann dahinter ist irgendwo. Mhm. So, schneide ich nicht raus? Nee. Keine Zeit zum Schneiden. Weil die Familie kommt gleich, aber jetzt mal, wie komme ich hier durch? Muss ich hier einen Dreierjump machen oder so? Moment mal. Das Level ist scheiße. Nee, will ich. Keine Ahnung, wie ich da weiterkommen soll. Was ist das? Was war das? Ich hab keine Ahnung. Das Level war scheiße, meine Liebe. Crazy Coin. Super Mario 2D World. Ja, komm. Nehmen wir ein Level von einem Splatoon-Fanboy. Yay, Splatoon. Und so. Ich möchte das Spiel eigentlich auch mal spielen, aber ich hab's nicht. Ich bräuchte es mal, aber. Na, ich weiß gar nicht, ob es mir so gefallen würde. Ich weiß nicht. Es sieht schon cool aus und die Sache ist halt die. Akira hat sie auch und dann könnte man das bestimmt mal zusammenspielen. Ich glaube, boah, wer hat's denn noch? Ich glaube, irgendwelche. Wer von euch hat ein Splatoon aus der Community? Schreibt es mal in die Kommentare. Weil dann überlege ich mir nämlich das zu hören, dann können wir das nämlich eventuell auch mal zusammenspielen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob ich mir es holen soll oder nicht. Ich meine, die meisten feiern es ja. Ich glaube, es ist auch echt eine coole Idee, aber ich weiß nicht. Mich hat es irgendwie noch nicht wirklich angemacht, das zu kaufen. Ich weiß nicht, warum. Ist einfach so. Aber keine Ahnung, wenn ich Best-Offs oder irgendwie es sind Videos sehe, gefällt es mir immer ganz gut, aber ich kann mir nichts zum Kauf bewegen. Weiß nicht, ob ich es mir noch kaufen soll. Als nächsten Monat habe ich sowieso ein paar andere Sachen. Ich möchte eine PS4 haben. Eine neue Maus brauche ich. Ich glaube, das war es eigentlich schon, was ich groß brauche. Level 4. Kommen wir mal nochmal eins von irgendwie... Ja, genau. Bowser's Festung von Nico.
Haben wir noch ein Level von Nico? Vom kleinen Nikola? Nikolai, Nico, Nico. Vom Nikolaus? Passt ja. Egal. Was hat denn der gemacht? Oh Gott. Oh Gott. Junge. Geh nicht so hart ran, ja? Das grenzt ja schon an. Oh mein Gott. Bob-Bombs. Wow. Nein, als ob ich da jetzt runtergefallen bin. Okay, das Level ist cool, könnte so aber wahrscheinlich nicht in einem Mario-Spiel drin sein, aber es ist trotzdem cool. Max. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Na komm, ich will da nicht runter. Ganz ehrlich, ich will lieber da hoch. Das ist den Weg mag ich viel mehr. Bob-Bombs. Wow. 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 Wow, 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 wow. Okay, ich höre schon auf damit. Dab, 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 dab. Ja, gut, okay, da hat er ein bisschen Spaß. Spaß, wow. Wow, hi, Bowser, ciao, Bowser, ciao, Bowser, Studio. Das Ende war toll. Einfach alles wegficken. Time, ja. Oh, ich ziehe fast alles vom Tisch, sonst ist alles gut. Yay, wir sind fertig. Toll. So. Und dann würde ich sagen, was mit der sehr spontan und schnell aufgenommenen Folge Mario Maker. Denn in der Handschule kommen meine Gäste und die muss ja auch noch geschnitten hochgeladen werden, Freunde. Die ist ja für mich jetzt noch nicht fertig, ne? Für euch denkt ihr, ja, die Folge ist vorbei, schön. Aber ich muss die jetzt rein und hochladen und bearbeiten, ne? Also gut, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Link zur ersten Folge und zur Playlist ist unten in der Beschreibung. Und nach alles für Schmiedlerlinks. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Also, tschüss, Silly. Shh.